Servus, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Warntester mit dem Shisha-Audio und mir, Big2B, sind wieder am Start. Diejenigen, die die fünf besten Wasserpfeifen angeschaut haben, werden bestimmt schon gespannt sein, denn jetzt ist das Review endlich da. Das Produkt steht vor uns und wir können es jetzt offiziell vorstellen. Das ist nämlich die Wasserpfeife, die wir noch geheim gehalten haben im letzten Video bei die fünf. Und das ist die berüchtigte Glaspfeife, um die es jetzt geht. Das ist nämlich die Chini 2K14, also die 2014 oder wie ich sie gerne nenne, 2K14. Man kann sie natürlich aussprechen, wie man möchte, aber eigentlich heißt sie ja 2K14. Ja, und wie man schon sehen kann, das ist eine Vierschlauch-Glas-Shisha und man kann sie dann aufstecken, wie man es möchte. Ja? Wir zeigen euch natürlich, wie immer bei den Wasserpfeifen, die Pfeife kurz einzeln, deswegen zeigen wir jetzt einfach mal alle Teile, die bei der Pfeife mit dabei sind. Deswegen fangen wir einfach hier mit dem Glaskohleteller an. Das ist der ganz normale Chini Glaskohleteller. Das Besondere ist jetzt, die wurden auch wieder verbessert. Nämlich, dieses Stück kann man jetzt abziehen. Somit kann der Kleber sich auch nicht mehr lösen, weil kein Kleber mehr vorhanden ist. Das ist jetzt mit unten einer Gummischeibe, sage ich jetzt mal so, also ein Gummiring gelöst und oben ist ein Gummi. Wenn man den abzieht, könnte ich dann das untere Teil einfach nach unten abziehen. Somit kann natürlich nichts mehr passieren, weil einige hatten das Problem bei dem alten Chini Glaskohleteller, dass der eben der Kleber sich gelöst hat und dann hat man dann nur noch das untere Teil in der Hand und das wurde jetzt endlich verbessert. Ja. Das wäre der Glaskohleteller. Wir werden alles mit der Schieblehre vermessen. Olli, es geht aber schon um die Dicke. Genau. Wollen wir ja wissen, da haben wir auf jeden Fall 4 mm dickes Glas. Genau, ist auch Kohlen geeignet. Das heißt, ihr könnt da die Kohle abklopfen darüber. Einen Durchmesser haben wir da von 23 cm. Dann kommen wir zum Tauchrohr. Das Tauchrohr hat einen Diffuser gleich mit drinnen. Finde ich super. Wie man sehen kann, Schlitze. Und wir haben auch hier wieder ein Chini-Logo. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, bei Glas ist es nicht immer so einfach, das einzufangen. Aber ihr wisst ja, wie das Chini-Logo ausschaut. Und es ist auch sehr lang. Da werden wir auch gleich noch nachmessen, wie lang das denn ist. Olli wird jetzt mal kurz da noch die Glasdicke unten. Da sind wir bei 3 mm. Okay, und oben? Ja, und oben, gut, da haben wir ja gesagt, diesen Anschluss, weil ja da der Kohleteller drauf muss, sind wir bei 9 mm Dicke. Das ist heftig. Dann haben wir eine gesamte Länge von 43,5 cm. So, dann kommen wir zur Base. Mit 4 Anschlüssen, wie ihr sehen könnt. 4 Kugeln mit drinnen. 4 Dichtungsringe mit drin und 4 ganz normale Schlauchgummis mit dabei mit Glasanschlussstück für Silikonschläuche. Finde ich super, dass die gleich dabei sind. So, wenn jemand einen Silikonschlauch zu Hause hat, kann er es einfach direkt dann gleich anstöpseln. Wie ihr sehen könnt, die Bowl ist sehr, sehr massiv. Auch die Schlauchanschlüsse sind sehr, sehr massiv. Zeige ich euch mal hier. Da seht ihr mal, das Glas ist wirklich sehr dick. Braucht man auch bei so einer Glaspfeife. Da haben wir natürlich jetzt eine Dicke von unten, sind wir da bei 5 mm. Oben, gut, kommt das Tauchrohr mit rein. Ist klar. Da haben wir eine abartige Dicke von 12 mm. Schlauchanschluss? Der Schlauchanschluss liegt bei 3 mm. Ja, genau. Passt. Dann haben wir eine Gesamthöhe. Ich muss mal gucken, wo ich messen kann. Hier. Von 27 cm. Und dann kommen wir noch zur Bowl. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schöne Bowl. Sehr schöne Vase. Könnte man Blumen reinstellen, wenn man möchte. Und ja, Chini-Logo haben wir natürlich da auch wieder am Start. Oben ist es angeraut. Und es kommt sehr viel Wasser rein. Dadurch ist sie natürlich auch super standfest. Da würde ich mal wieder auf 4 mm tippen, weil oben ist leider wieder so ein dicker Rand dran, dass die Base ja natürlich größer ist. Da haben wir nämlich eine Dicke von 6 mm dann. Und deswegen würde ich schätzen, dass das Glas selber dann eine Dicke wieder von 4 mm circa hat. 23,5 bis 24 cm haben wir da Höhe. So, dann stecken wir sie wieder zusammen.
Hat auf jeden Fall auch ohne Wasser schon sehr gutes Gewicht. Also man merkt wirklich, dass sehr viel Glas sehr massiv. Ist. Ja, das stimmt. Auch ohne Wasser sehr, sehr massiv das Ganze. Und wenn man jetzt die Gesamthöhe noch misst von der Pfeife, dann haben wir natürlich 53 cm. Der Gummi ist auch gut, der passt perfekt für alle gängigen Köpfe. Aber wie gesagt, den Gummi kann man auch abnehmen, das ist kein Problem. Und wie gesagt, ihr könnt dann praktisch in eure Metallanschlüsse dran lassen, praktisch in den Gummi stecken. Aber ihr könnt es auch komplett wegmachen und einfach nur die Glasröhrchen verwenden, was da dabei sind. Und einfach bloß da den Silikon drauf, der hält sehr gut. Kann man auch sehr tief reinstecken, weil es sehr lang ist. Ja. Ja, und das Gleiche mache ich natürlich jetzt auch noch. Und dann schauen wir mal, wie sich die 2K14 so rauchen lässt. Was auch ein Riesenvorteil ist, ich glaube jetzt wie bei ihm beim Sleeve, weil die Dinger wirklich sehr lang sind. Genau, ich probiere es jetzt mal aus. Ich hoffe, ich krieg's weg, weil der Sleeve hat sich immer ziemlich festgefressen hier. Doch, geht. Testen wir es mal, ob es mit Sleeve auch funktioniert. Ja, sieht gut aus. Ah, perfekt. Klappt wunderbar. Gut, dann rauchen wir mal Cornflakes an. Genau. Ja, Durchzug ist super. Ist klar, wir haben sehr große Öffnungen. Die kleinste Öffnung ist bei denen nicht der Schlauchanschluss, sondern hier oben der Kohleteller, wo er angeschlossen wird. Und da gibt es eigentlich gar keine Pfeife, bei dem der Kohletelleranschluss die kleinste, engste Stelle ist. Du könntest ja mal den ganzen Kohleteller geschwind mal lupfen, dann kann ich ja mal da den Durchmesser sagen. Gerne. Was wir da haben als Übergang. Moment, ich muss was abziehen. Beziehungsweise ich muss ja hier messen, genau, weil das ist im Prinzip wirklich die engste Stelle. Genau. Und die liegt bei genau einem Zentimeter. Genau. Und die Gummis, wie gesagt, kann man auch ganz einfach rausnehmen, wie ihr hier sehen könnt. Da könnt ihr dann, wie gesagt, auch dann ein ganz normales Alu-Stück dann anschließen. Da müsst ihr natürlich aber dann dieses Glasstück rausziehen. Das ist ja klar, sonst würde das nicht funktionieren. Und wie ihr sehen könnt, Anschlüsse haben wir 4 Stück am Start, das heißt, wir können überall ohne zuzuhalten zu viert rauchen, da überall ja eine Kugel drin ist. Wenn man alleine raucht, empfehle ich euch bei dem Anschluss, sagen wir mal, ich rauche jetzt alleine, habe den jetzt hier angeschlossen, dann hier die Kugel rausnehmen, dann ist der Durchzug noch bestialischer. Bestialischer, genau, hat er gut erwähnt. Genau, also das ist wirklich abartig, der Durchzug geht wirklich super klar. Dadurch ist die Pfeife natürlich auch sehr, sehr schnell angeraucht. Und dadurch, dass das Ganze sehr massiv ist, braucht ihr auch keine Angst haben, wenn ihr hier den Gummi rein drückt, dass da irgendwas passieren kann. Dadurch, dass das Glas so dick ist, passiert da nichts. So. Dann tun wir mal die Kohle noch ein bisschen weiter in die Mitte, dass das Ganze noch angeraucht wird hier. Ein bisschen mehr Hitze geben, der Tabak ist ja ziemlich feucht. Lemon Loops haben wir drinnen. So, also die Verarbeitung lässt wirklich keine Wünsche offen. Ich habe geschaut, ich habe keinen Mangel gesehen. Wir haben keine Lufteinschlüsse, wir haben nirgendwo, sage ich mal, Kratzer oder ähnliches im Glas drinnen. Also das ist wirklich tadellos. Sie steht auch perfekt gerade. Sie steht super gerade, richtig. Genau. Und lässt sich auch sehr, sehr einfach anschließen und wieder abstecken. Das geht natürlich auch. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass alles trocken ist, dass es sich nicht festzieht, das Ganze. Das ist klar. Und natürlich trotzdem auch aufpassen, wenn ihr den Kopf drauf steckt, nicht wie mit voll Gewalt reinstecken, weil sonst rutscht das Zeug alles noch stärker zusammen und dann kriegst du das wirklich sehr schwer dann auseinander. Eventuell, wenn ihr merkt, der Kopf hält nicht, Teller runter, Kopf erst draufstecken dann und dann den Teller erst drauf. Weil so, wenn ihr jetzt drauf drückt, dann drückt ihr natürlich erst das Taucher rein, dann die Base in die Bowl. Und dann kann schon sein, also dass du ein bisschen fester sitzt, aber wir haben es auch gemacht mit dem Kopf und wir haben es noch einfach auseinandergekriegt, aber wir hatten schon Pfeifen, wo es dann schwerer geht. Richtig, also
vorsichtig sein beim Kopf. Das ist klar, nicht mit voller Gewalt draufdrücken, sondern ganz normal. Und die Gummidichtung ist, wie gesagt, perfekt für diese normalen Köpfe geeignet. Da rutscht er dann auch nicht mehr hoch oder sonstiges. Also da braucht es auch keine Angst haben. Ja, also Durchzug ist besser wie bei einer AMI oder NPS. Der ist meines Erachtens nach genauso gut wie bei den anderen Glas-T-Shirts, wie zum Beispiel bei der EG-Glas oder so. Da haben wir den gleichen Durchzug. Das ist einfach momentan, sage ich mal, das Maximum, was man an Durchzug rausholen kann. Und wenn ihr dann mal so eine Pfeife zu Hause habt, nehmt mal eine Kugel raus und zieht dann. Das ist genauso wie atmen dann. Das ist krass. Wobei es dann wieder die Leute gibt, wo dann sagen, das ist zu gut. Richtig, das ist natürlich klar. Ein bisschen was muss schon da sein, ja. Magazin, weil ist halt so. Richtig. Dann, was natürlich der Vorteil noch ist bei einer Glaspfeife, sie ist durchsichtig und somit haben wir natürlich auch den Vorteil, wir können Farbe mit ins Spiel bringen. Das bedeutet, ich habe hier Lebensmittelfarbe und gebe die in die Bowl, in das Bowlwasser mit rein und habe dadurch halt dann natürlich einen saucoolen Effekt. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Der Olli zeigt euch auch, dass man das Ganze abziehen kann, trotz... Ja, bloß man muss natürlich aufpassen wegen dem Kopf. Richtig. Also das funktioniert während des Betriebs ohne Probleme. Jetzt werde ich bloß mal kurz hier einmal einstechen. So. Und jetzt werden wir dem Ganzen noch ein bisschen Farbe geben. Wundert euch nicht, wenn es so wenig ist wegen der Spitze. Das ist ja super Konzentrat. Richtig. Deswegen haben wir jetzt schon, wie man es wahrscheinlich schon in der Kamera sieht, sehr schönes Blau. Richtig. Das passt, das gefällt mir sehr gut optisch. Und jetzt darf der Olli das wieder reinstecken. So. Ja, und jetzt haben wir Farbe ins Spiel gebracht. Und das ist natürlich ideal. Natürlich könnte man auch einen LED-Untersetzer drunter stellen. Dazu muss man aber dann aufpassen, dass der auch wirklich mittig steht, weil die LED-Untersetzer ja meistens ein bisschen kleiner sind vom Durchmesser. Also ich bin echt zufrieden. Der Prototyp war nicht mal ganz so gut wie jetzt das Endprodukt. Optisch hat sich das Ganze noch verstärkt, verbessert und vom Durchzug ist es genau gleich geblieben. Also da wurde jetzt nichts mehr verändert. Also der Prototyp war sogar noch schlechter wie das Endprodukt jetzt. Aber nur minimal. Richtig. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben einen Prototyp gehabt, wo ausgesehen wie Aladdin oder so. Na, schmarrn das nicht. Sie hat sich nur optisch noch verbessert. Gut, und jetzt kommen wir natürlich zu etwas Wichtigem, und zwar der Versand bzw. der Transport ist bei dieser Pfeife auch super gegeben, denn wir haben, die Firma Ginny bietet euch so einen Versandkarton an, das heißt, die Ware geht mit diesem Karton raus. Das ist klasse, weil dort kann nichts passieren, die Sachen sind sehr, sehr gut geschützt. Ich zeige euch das Ganze mal aus der Ego-Perspektive. Da darf der Olli jetzt mal kurz reinfilmen. Hier zeige ich euch mal ganz kurz noch 2K14 Ginny Hookah. Und ja, jetzt zeigen wir euch mal, wie das Ganze denn zu euch nach Hause geliefert wird. Ihr macht den Karton auf und bekommt dann eine Styropor-Umverpackung, die ihr rausnehmen könnt. Und dort seht ihr schon, ist das Ganze exakt nach Maß angefertigt worden. Kohleteller, Schlauchanschlüsse, Kugeln, Base, Schlauchanschlüsse, Bowl, Tauchrohr. Und genau das gleiche findet ihr hier auch wieder. Somit habt ihr eine super Transportverpackung für unterwegs und gleichzeitig kann beim Transport auch nichts zu Bruch gehen, da das Ganze extra dick auch ist. Somit, ihr kennt, wie die Leute bei der Post arbeiten, gehen nicht zimperlich um, auch wenn der Aufkleber Vorsicht Glas draufsteht. Das ist eine super Verpackung, das ist lobenswert. Sowas sollten andere Hersteller auch auf den Markt bringen, beziehungsweise beim Glaspfeifen versenden beachten, weil so ist natürlich die Reklamationsquote um einiges niedriger dann sogar. Gut, also eine Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall raus für die Pfeife, denn jetzt kommt noch was Wichtiges, und zwar der Preis. Ich schätze mal, nach der Qualität zu urteilen, würde ich jetzt den Preis schätzen so auf 4.500 Euro. Wieso?
Bin jetzt billig, oder? 4.500 Lego-Steine vielleicht, okay. Der Preis ist sehr interessant. Ich wusste ihn anfangs auch nicht. Hab natürlich dann nachgefragt, wie schaut's eigentlich aus? Was wird denn die Pfeife überhaupt kosten? Dann bin ich überrascht worden, weil der Preis ist wirklich sehr fair. Der liegt bei 219 Euro. Und nennt mir mal eine Glaspfeife, die so dickwandig ist, so gut verarbeitet ist und einen so fairen Preis hat. Also da gibt es momentan keinen Hersteller auf dem Markt, der das anbietet. Und deswegen kann ich da nur sagen, Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich kann jedem nur raten, der eine Glaspfeife möchte mit einer super Qualität und genialen Durchzug. 2K14, das ist deine neue Wasserpfeife. Also, da werden jetzt wieder die Hater kommen und sagen, ich lobe und preise das Produkt nur an. Es ist einfach so. Nehmt das Teil mal in die Hand und probiert es selber aus. Dann werdet ihr wissen, warum ich in so guten Tönen über die Pfeife spreche. Also das ist wirklich gigantisch, die Pfeife. Kann ich wirklich nur sagen, Ginny, ihr habt eine super Arbeit geleistet. Ich bin mehr als zufrieden mit der Pfeife. Gut, zu kaufen gibt es die Pfeife bei uns im Shop, bei shop.shishaforever.de unter Ginny, Kategorie Ginny. Wie gesagt, für 219 Euro ab sofort. Sobald das Video online geht, gibt es auch die Pfeife zu kaufen. Und ansonsten gibt es die Pfeife noch bei smokers-empire.net bzw. .com. Gut, dann haben wir es für heute geschafft. Wir sagen danke fürs Einschalten. Wir hoffen, euch hat die Vorstellung der 2K14 gefallen. Wenn ja, lasst euren Daumen nach oben da und euer Abo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Natürlich mit dem Shisha Olli und mit mir Big2B. Bis dann. Servus.